Und ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Dark Cloud hier im Revier 9 oder eben 9 des Eulenwaldes mit unserem wunderschönen Schlangenschwert, die Waffe, die wir jetzt bis Ende behalten werden. Geiles Teil, können wir hier eigentlich nochmal erneut gegen die Schlange kämpfen? Sieht nicht so aus. So, und der Schalter, der ist jetzt, denke ich mal, für Goro gedacht. Schalter aus, man kann ihn bestimmt mit einer Waffe drücken. Okay, dann müsste ich vielleicht auch treffen. Tatsache, hier kommen wir weiter. Der läuft, dann können wir hier einfach gechillt in die nächste Ebene. Cool. Läuft das doch, da können wir, ja, da beenden wir das Ding jetzt einfach mal. Bei denen kann man wirklich immer die rote Unterhose sehen. So, wir kämpfen jetzt mal mit unserer neuen Waffe und schauen, wie die abgeht. Die dürfte eigentlich schwächer sein als der Sandprescher, den wir haben. Zieht aber trotzdem respektabel viel ab. Trotz, dass sie schwächer... Ach, fick dich. Na gut, die Minen gehen aber trotzdem noch recht schwer. So, jetzt sind wir sogar zu dritt. Das ist ja noch geiler. Wir werden immer stärker. Aber gut, die Gegner ist wahrscheinlich auch. Holy, holy. Einfach gechillt mit zwei Schlägen weg. Und das hat den Glitzerstein. Können wir dann gleich mal zur Eule gehen und gucken, ob der Glitzerstein das richtige Item ist. Wenn wir denn die Eule finden. Die höchstwahrscheinlich nicht hier sein wird, schätze ich mal. Ah, hier ist was für Goro. Entschuldigung, ich meine natürlich Moiro, nicht Goro. Natürlich ist die Eule nicht hier. Ich weiß, dass man mir jetzt definitiv nicht glaubt, was ich sage, aber wirklich, bevor ich die Kiste geöffnet habe, habe ich echt daran gedacht, da ist jetzt doch bestimmt eine Karte drin. Aber das glaubt mir jetzt definitiv niemand. Ach, das war so. Das finde ich wirklich geil. Ich sag lieber alles, was ich denke, bevor ich die Sachen öffne. Eine große Kiste! Oh, geil, sogar kein Mime, aber so ein scheiß Clown. Bei so einem scheiß Clown bekomme ich immer scheiß Dinge. Ja, ich werde immer die große Kiste nehmen, egal wie schlecht das Item ist. Ja toll, schon wieder so ein scheiß Amulett. Bestimmt bekommt man bei der kleinen Kiste dann sowas wie ein Leistungspulver oder sowas. Das ist unfair. Eine Karotte. Kai. Okay. Das ist auch eine schöne Schreibweise von Kai. Zauberkristall. Ja, scheint ja nicht besonders viel hier zu geben. Wasser. War das da gerade köstliches Wasser? Schon wieder eine große Kiste. Geil. Und da ist jetzt auch eine Waffe drin, höchstwahrscheinlich Giftfalle. Und ich habe die Falle entschärft. Cool. Und was ist es? Was ist es? Ein Sachs. So geil. Brauchen wir zwar leider nicht, denn ich habe jetzt schon die meine Waffe für Thorn. Aber was soll's. Ist schön, wenn man eine neue Waffe bekommt. Schauen wir mal, wie gut die ist. 26. Die ist sogar gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich behalte die und mache die dann zu einer Sündkugel für meine Waffe. Wassermühle, schon Wetter. So, jetzt erstmal schauen, ob die Eule mit den Glitzersteinen zufrieden ist. Ich schätze mal nicht. Na, war mir klar.
Der hat nix. Dann öffnen wir jetzt hier schnell das Adlamia. Und dann rasen wir so schnell wie möglich durch den Energiekreis. Denn es könnte ja immer noch sein, dass wir da Glück haben und volle Energie bekommen. Etwas Geld gewonnen. Okay, das ist auch nicht schlecht. So, und dann heißt es jetzt nur noch Gegner killen, bis wir das nötige Item bekommen haben. Ah ja, diese miese B-Boy, ey. Diese miese B-Boy. Hat auch nix. Filme dein Leben. Das hat eine rote Beere. Gucken, ob die funktioniert. Wenn nicht, brauchen wir mal wieder, wie in fast jeder Ebene, eine Spitzkastanie. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es funktioniert. Es liegt mir so in im Morgenurin. Gut, ich war heute Morgen... Naja, das sind jetzt zu viele Informationen. Die braucht man nicht in einem öffentlichen Video auf YouTube bringen. Ich lass dich nicht angreifen. Es sieht irgendwie aus wie diese eine Yu-Gi-Oh! Monster. Dieses... Die ist auch Holy Holy oder so. Nee, irgendwie Happy Lover oder sowas. Das könnte man als zwei auf einmal gekillt zählen lassen. So, springen wir mal. Und wir kämpfen weiter mit Toren, denn Transfeder ging kaputt. Nee, das ist nicht der Grund, weshalb wir weiter mit ihnen kämpfen, sondern wir wollen ja, dass die Waffe auch ein bisschen EP bekommt. Scheiße. Oh Gott. Trotzdem gefällt mir das nicht, dass ich hier die ganzen Monster killen muss. So, einen Schlag können wir noch machen, ne? Und jetzt reparieren wir. Scheiße, wieso hab ich noch einen Leistungspulver bei mir, aber das wird schon bei der Hexe abgeben. Hier ist die Spitzkastanie, natürlich beim vorletzten Gegner. Und auf in die nächste Ebene. Nee, das ist der Eingang. Wir rennen geschwind. Aber geil, dass wir hier schon wieder zwei große Truhen in der Ebene hatten. Also, es läuft, es läuft. Ich hätte nur gern auch langsam mal eine anständige Waffe für Terry. So, Spitzkastanie hier oben gleich. Und auf in die nächste Ebene. Zur nächsten Ebene. In der nächsten Ebene. Oh, wie süß die da vorkommt. So, gleich mal zu mir wechseln. Was ist das denn? Erdgräber. Ja toll, ich kann das Vieh nicht angreifen. Ja, wie soll ich denn das... Hä? Dann probier es mal mit Moiro, ob der das schafft. Ja gut, das kann ich wenigstens... Alter, ne, vergiss es. Da gehe ich dann mit Terry ran. Alter, was ist denn das für ein scheiß Vieh? Ja, natürlich! Get wrecked, du scheiß Ding! So. Alter!
Was war das denn? Es geht doch nicht. Fackel, mal wieder. Krass. Okay, cool. Da ist schon wieder so eine Hexe. Wir holen uns hier die Truhe. Gegner kämpfen wir, solange wir die Eule nicht gefunden haben, noch nicht. Ja, allerdings habe ich das Gefühl, dass wir hier wieder auf dem falschen Weg sind. Schon wieder ein Batan. Und das wird ein Mime sein, mehr, oder? Nein, das ist eine richtige Truhe. Und ein Stärketrank. Ja, wie geil ist das denn? Und hier gibt's nichts. Okay, dann auf da hinten entlang. So, hier ist eine Karte drin, da wissen wir, wo wir dann lang müssen. Da oben brauchen wir dann überhaupt nicht mehr, weil da nur noch so eine Hexe ist und sonst nichts. Hier sind noch zwei Adlamia. Gops Haus. Ey, die Erdgräber, das sind echt miese Viecher. Momo. Ein Schatztruhenschlüssel, hurray! Nein! Alter! Was ist das denn? Und natürlich ist das das Falsche, wie soll es auch anders sein? So, jetzt muss ich mich wiederbeleben hier. Came around. Wieso ist das jetzt Englisch? Aber was ich mich frage, was passiert, wenn wir in einer eingeschränkten Zone sind, die, wo man zum Beispiel nur Terry spielen kann, aber sie tot ist? Was passiert dann? So, jetzt heilen wir uns mal lieber. Wie viel Paradiesfrüchte habe ich denn noch? Sehr, sehr viel. Ich habe 90. Sie hat 60, also bekommt sie 3 und er hat 100. Alter, chill mal. Okay, sie bekommt 3 davon. Da kann ich mir eine geben. Eine Spitzkastanie. Die funktioniert auch immer, die Spitzkastanie. Waren bisher nur eine Handvoll Ebenen, wo die nicht funktioniert hat. Also. Komm, Spitzkastanie, wo ist er? Hier. Hab ich doch gesagt, Spitzkastanie ist Beste. Spitzkastanie ist King, ey. Mal gucken, ich hoffe, da kommt jetzt noch so eine Ebene hier, die nur für Terry gedacht ist oder so. Eingeschränkte Zone. Der maximale WP meiner Waffe ist gestiegen. Geil. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann sowas kommt wie Terry ist dann in der Ebene und hat nur noch ein Leben und so. Da würden wir aber trotzdem so eine Wiederbelebungspulver sparen. Fackel, mal wieder. Und das ist wieder was für Goro, ne? Genau. Für Moiro, Entschuldigung. Daran muss ich mich gewöhnen. Was ist das denn? Halloween! Michael Meyer, Alter! Na? Alter, das ist immer mega Horror hier. Treppe. Geh weg, Michael Myers! Auf in die nächste Ebene. Ebene 12 dann schon. Läuft! Nein, ich hab's gewusst, dass sowas noch kommt. Eingeschränkte Zone für Goro, der mal wieder seine Unterhose zeigt. Entschuldigung, ich meine wieder Moiro, nicht Goro. Ah, hier brauchen wir einen Schlüssel, okay. Toll, wie soll ich denn das machen? Der hat kaum... Denn seine Waffe ist zwar gut, aber nicht so gut. Die zieht kaum Schaden ab. Geil wär's, wenn die zweite Kiste, die hier ist, eine große Truhe wäre.
wo eine Waffe drin ist. Nein, leider nicht. Aber eine Karte. Cool. Ach, das ist wirklich... Ich bin geil. Ich bin geil. So, Schnurrbartschlüssel. Ich find's cool. Ah, oh, natürlich, eine Hexe ist er. Geht! Scheiße! Nein! Nein, ich hab sie... Oh, ist das böse! Ist das böse! Och, nö! Eiskalt, mein ganzes Geld verloren! Ist das böse! 3500 Gilder! Oh, ist das böse! Moiro, du bist scheiße! Nein! Oh, trotzdem ist es böse! Das geht doch nicht! Oh, und jetzt auch noch schon Viech und Wetter! Ja, toll! 40 Schaden, willst du mich verarschen? Ja, noch ein Wunsch! Wie soll man das schaffen, bitteschön? Okay, warte. Drei Paradiesfrüchte gehören ihr. Eine ist dann wieder für mich und eine ist für sie. Also, nee, kann ich keine Paradiesfrucht mehr verwenden. Brauch ein Brot. Muss auf Entfernung versuchen zu handeln. Und jedes Mal, wenn der versucht, hier seinen Feuerball zu spucken, angreifen. Ja, schon wird er 40 Schaden. Alter, noch ein Schlag und ich bin tot. Das Ding ist doch unfair. So. Komm schon her, du kleines Fettkind, du. So, ein Schlag noch und dann ist das Ding weg. Und... Nein! Schön! Fick dich! Puh. Ein Zauberkristall, huay! Oh geil, da unten ist ein Energiekreis. Und ich hau mir jetzt doch lieber... Sonnentau, geil! Und ich hau mir jetzt doch lieber noch ein Brot rein, denn... Nochmal will ich hier nicht sterben, da wird ich nämlich nochmal 1500 Gilder verlieren. Voller Energie, komm. Schön, nix. Okay, gleich zum nächsten Gegner. Was ist denn jetzt kaputt? So, hat die was? Nein, gleich zum nächsten Gegner, schnell. You. Hat die was? Nein, gleich zum nächsten Gegner. Bei dich. Na toll, jetzt ist das Ding auch weg. So, wieder Brot reinziehen und was zu trinken.
Ein Glück halten die Bibos nur relativ wenig aus. Ach, das ist doch scheiße. Hexe Ilsa, da muss ich versuchen. Nein, 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 nein. Oh, da hinten ist eine große Truhe. Oh ja, yeah, toll. Jetzt haue ich mir noch ein Gegengift rein und wieder ein Brot. Denn das Problem, ich will nicht sterben. Das ist echt mies hier. Ich habe aber auch nur noch einen Käse. Oh, das ist mies. Jetzt hör doch aber auf, ey! Das kann es doch nicht geben, Alter! So eine Scheiße! Ja, fick dich! Ey, Alter, ich höre jetzt hier auf. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tüdelü!